Freude, das an Leuten, die uns zeigen, wie's geht. Die uns helfen, manches anders zu sehen. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Ja. Es ist Zeit, Verhalten zu reflektieren, Worte und Taten neu zu definieren, endlich aufzuhören zu akzeptieren. Denn so lange lief vieles hier schief, wir stecken so tief in der Maschinerie, lesen uns von Geschichte nur wenig sensibilisieren. Wohin man noch schaut, viele blind oder taub, oder davon überzeugt man ist selber so schlau. Ändert sich kaum, verschwendet die Chance, schlucke den Frust, schwer zu verdauen. Zerbreche jetzt den Zaun, der das Mindset eingrenzt. Wir müssen endlich raus aus der Geborgenheit der Scheinwelt. Der Scheinwelt, 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 der Scheinwelt. Vielleicht mangelt es an Leuten, die uns zeigen, wie's geht. Die uns helfen, manches anders zu sehen. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Ist es Stolz oder Angst vor der Konfrontation? Zu wenig Einsicht und zu viel Tradition. Wir machen weiter, was ist unsere Vision? Und du glaubst, du hast den Dreh jetzt heraus. Seit jede Phase deines Körpers jene Zweifel zerstreut. Sich nicht ständig neu erfinden zu müssen. Nur überdrüssig, dass wir für unsere Jugendsünden immer noch büßen. Von wegen jeden Fehler zweimal begehen. Der Rest ist Bürokratie und fucking Formalität. Und umso schneller wir die Scheiße verstehen, wird nie das letzte Argument sein. Alter, fick das System. Vielleicht mangelt es an Leuten, die uns zeigen, wie's geht. Die uns helfen, manches anders zu sehen. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Wir machen weiter, ignorieren das Problem. Ist es Stolz oder Angst vor der Konfrontation? Zu wenig Einsicht und zu viel Tradition. Wir machen weiter, was ist unsere Vision? Was ist unsere Vision? Die Hundejahre sind endgültig vorbei. Die Futurologen, das sind die Propheten der Gegenwart, sagen der Menschheit enorme Dinge voraus. Und es ist nicht einzusehen, warum nicht auch Österreich eine Zukunft haben sollte.